Im Pfarrhof von St. Agatha in Gronau-Epe ist Ruhe eingekehrt. Nach mehr als 12 Stunden sind die 140 Sternsinger in den Feierabend gegangen. Die Leiterrunde hätte auch jeden Grund, die Füße hochzulegen. Doch für sie ist noch nicht Schluss. Die traditionelle Kneipentour steht an. Ein Weg von Gaststätte zu Gaststätte, um auch dort die weihnachtliche Botschaft zu verkünden. Die Jugendlichen wissen, dass sie schon erwartet werden. Also bei den Kneipiers ist das echt mega. Die sind tatsächlich ein bisschen sauer, wenn wir sagen, okay, wir schaffen euch nicht mehr. Die freuen sich immer sehr auf uns. Genauso wie die ganzen Kegelclubs, die dann heute Abend da sind, die warten theoretisch schon auf uns, weil wir halt auch einfach Stimmung dann in den Kneipen machen. Da passieren dann so einige Sachen, zum Beispiel, dass der große Stern einfach am nächsten Morgen irgendwo auf einer Straße, auf einer Insel auftaucht und keiner weiß mehr, warum der da gelandet ist. Mit dem Bulli geht's durchs Dorf. Die Sternsinger werden auch zu später Stunde überall mit offenen Türen empfangen. Und dann machen sie das, was Sternsinger halt machen. Singen, verkünden und Geld für den guten Zweck sammeln. Über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. In Auftritten verschwinden die Sternsinger nicht gleich wieder. Es geht von Tisch zu Tisch, es wird erzählt und auch mal die Geschichte der drei heiligen Könige erklärt. Wir haben dem Jesuskind Geschenke mitgebracht, weil gesagt wurde, das ist der neue König und dem müssen Geschenke bereitet werden, und zwar Myrrhe, Weihrauch und Gold. Kein Gast fühlt sich gestört, kein Wirt ist genervt. Ganz im Gegenteil. Das ist eine tolle Aktion. Wir freuen uns natürlich, dass sie zu uns kommen, unsere Gäste mit so einem schönen Lied erfreut haben. Und ja, sind wir eine klasse Aktion. Es war überraschend, aber es war schön, es war erfrischend. Es hat Spaß gemacht und man hat das Gefühl, es ist eine nette Gemeinschaft. Die Leute hatten alle Spaß und das hat sich übertragen. Ich finde das nett. Ich meine, wir kommen jetzt aus dem Münsterland, da gehören die Sternsinger irgendwo dazu. Und deswegen finde ich es nett, dass sie vorbeikommen. Und wir haben, glaube ich, auch herzlich empfangen hier. Herzlich empfangen werden sie vor allem auf den Kegelbahnen. Da darf der König dann auch mal selbst in die Vollen werfen und sich feiern lassen. Der Dank für die frohe Botschaft und den fröhlichen Besuch ist ihnen sicher. Schön, dass ihr alle bei uns gekommen seid. So, ne? Wir fühlen uns gesegnet. Und bevor ihr jetzt wieder geht, kriegt ihr von uns natürlich auch noch einen kleinen Spruch. Ne? Auf unsere Sternsänger ein dreifach kräftiges Bin! Hoch! Bin! Hoch! Bin! Hoch! Bin! Hoch! Bin! Hoch! Bin! Hoch!